Hallo und bonjour, schön, dass du mit dabei bist bei Kapitän Würz. Und ich dachte mir, bei dieser Traumkulisse muss ich jetzt automatisch hier aufzeichnen. Von der zweiten Station im Sabbatjahr. Ich bin eigentlich immer noch in derselben Gegend tatsächlich. Là actuellement sur Champéry. Et au niveau du Pas de Chavanette. Also gerade mache ich eine wunderschöne Wanderung, weil ich heute halbwegs frei habe, Wochenende. Und da dachte ich mir, erkunde ich die Gegend und darf hinter mir die Dent du Midi. Ich muss kurz hinter mich doch mal schauen, weil ich mir nicht absolut sicher bin, aber ich glaube schon. Ja, Dent du Midi und Glacier de Ruyon. Und daneben wären noch die, nein, nicht du, aber da weiter. Ah, falsche Richtung, ich bin überfordert. Da raus sind noch die Dent Blanche. Ich bin gerade bei 2100 und ein paar zerquetschten Metern. Schweiz hat da große Vorteile, weil 2000er, 3000er, 4000er, bah, Schweiz, ja. Das Geilste ist dann die beste Mogelpackung ever. Schweizer Produkt, grandios. Sieht gut aus, aber ist halt zu einem Achtel leer. Viel Lärm um nichts, aber schmecket, schmecket, schmecket. Andersrum, hier, die Schweiz. Halle bella, Suisse, mais écoute cher. Teures Leben hier, aber sonst schön. Gut, dass ich mit Caritas Montagnard Kost und Logis gratis habe. Und nach meinem ersten Aufenthalt in Valdier, bei Pascal habe ich mir gedacht, ja super, Sabbatjahr geht gut los und kann ja noch schlechter werden, aber hoffentlich vor allem besser. Ansonsten wäre es vom Regen in die Traufe. Ich müsste hier so ein Phrasenschwein aktivieren, das wäre jetzt schon so eine. Aber es ging dann doch Gott sei Dank so, Phrase, per aspera ad astra, das wurde wunderbar. Ich bin jetzt im Alpage de la Pierre, also der Steinalm bei Julien, und das Ganze liegt auf 1700 Metern Höhe. Ich hatte gedacht, dass ich von Kühen zu Ziegen komme und eigentlich als Französisch-Deutsch-Ethik und so Filmlehrer habe ich mir gedacht, ich kann ja Französisch, aber ich habe es nie in Frage gestellt. Der macht Fromage de Brebis und ich dachte, das hätte was mit Ziegen zu tun, aber man lernt ja ab und zu auch noch neue Vokabeln. Also der macht Schafskäse und das ist was ich total feiere, muss ich gestehen. Also es liegt nicht nur, aber vor allem wahrscheinlich auch an Julien, sondern hauptsächlich tatsächlich an dem tollen Produkt, das er da macht, jeden Tag. Also Wochenende gibt es bei ihm nicht während dieser Hauptsaison. Jeden Tag wird Käse gemacht und dafür werden natürlich jeden Tag Schafe gemolken. Ursprünglich sind es 120. Seit ich da bin, sind es nur noch 119, aber ich habe damit nichts zu tun. C'est pas de ma faute. Eine ist leider so abgestürzt und dann, als ich hier angekommen bin, dachte ich mir, oh, geht ja hervorragend los mit bescheidenstem Wetter. Also ich bin mit meinem Caddy irgendwie so über, ich fand es schon schwierige Straßenverhältnisse, irgendwie gerattert über die Route de Planachaux, die mir Julien netterweise empfohlen hatte. Bloß nicht die Route de Barm nehmen, danach kann man das Auto wegschmeißen, die ist nämlich noch schlimmer. Es sei denn, man hat einen Cut-Cut, also einen Allradantrieb. Und nur Nebel, Regen, ich so Sonntagabend, 20 Uhr angekommen und dachte mir nur, oh, das wird ja grandios. Aber dann hatte ich ein schönes Zimmer und Julien und seine Freundin, die ist gleichzeitig Schäferin hier, Rebecca, haben mich ganz nett empfangen. Und dann hat es ein bisschen gedauert, so Montag, Dienstag, bis die Sonne rauskam und sich dieses Panorama natürlich ein bisschen seitlich verschoben hin zu den Dent Blanche, also den weißen Zähnen, im Gegensatz zu den Südzähnen hier hinter mir, aufgetan haben. Aber wenn ich dann morgens aufwache, das passiert um 5.55 Uhr, dann ist es natürlich noch
ja, noch nicht so, der Sonnenaufgang beginnt gerade so und die Sonne kämpft sich so langsam von Osten hervor und legt dann tatsächlich die Dent du Midi frei. Und dann zieht es so auf und gut, ich sehe es dann nie so, weil ich dann schon arbeite. Aber es, also es, ich, ja, mein Herz, Herz geht auf bei dieser Aussicht und bei diesem Panorama. Da macht es wirklich viel, viel Spaß zu arbeiten.